Oh, Babui. Ich kenne dich nicht. Wo bist du hergekommen? Ein weiblicher Reißfink steht neben mir und starrt mir ins Gesicht. Blaster! Ihre Flügel hat sie auf einen Motorroller gestützt. Er sieht ziemlich altmodisch aus. Ist süß. Ich spüre einen seltsamen Druck. Ich kann auf Anhieb sagen, dass dieser Reißfink nicht einfach irgendjemand ist. Ich bin aus Sun Pidgey Nation. Ich war laufen und habe mich verirrt. Du bist den ganzen Weg von dort nach hier gelaufen? Du musst gut sein. Von hier aus ist das eine zweistündige Fahrt. Oha! Was? Ich schätze, darum tun mir die Beine so weh. Ich weiß nicht, ob ich noch in der Lage bin, nach Hause zu laufen. Mir gefällt deine Art. Wer so entschlossen ist, hat es verdient, nach Hause gefahren zu werden. Komm! Wir setzen uns jetzt auf den Vogelroller. Wie groß sind diese Vögel? Die etwas bedrohliche Reißfinkfrau deutet auf ihren Roller. Er ist ein bisschen klein, aber wir sollten beide draufpassen, denke ich. Oh mein Gott, das ist wie ein Clown. Wie ein Clownsfahrrad. Ist das wie ein Clownsfahrrad? Bitte lass wie ein Clownsfahrrad sein. danke. Darf ich nach deinem Namen fragen? Koshiba Asami. Ich verkaufe Takoyaki. Oh, gimme Takoyaki. Ja. Ich möchte Takoyaki haben, danke. Nenn mich Asami. Dann vielen Dank, Asami. Du bist eine sehr vorsichtige Fahrerin. Ritz dir es in die Seele ein, Kleines. Ein Unfall würde genügen, um unsere beiden Leben zu beenden. Einem jungen Mädchen wie dir kommt das vielleicht so sonderbar vor, aber wenn du erstmal jemanden verloren hast, wirst du es verstehen. Ihr Blick schweift in die Ferne. Ich bin nicht sicher, wovon sie da redet, aber wenn sie mit diesem Tempo fährt, käme ich schnell nach Hause, indem ich gehe. Meinst du, wir werden bis Tagesanbruch da sein? Ritz es in die Seele ein. Das Tempolimit für Roller beträgt 30 Kilometer pro Stunde. Aber so schnell fahren wir nicht. Mich an die Verkehrsregeln zu halten, ist Teil meines Kredos. Ist es nicht auch verboten, zu zweit auf einem Roller zu fahren? Diese Regel gilt für Menschen. Vögel sind leicht, die Bremsen werden mit einem oder zwei mehr also nicht versagen. Das ist schon in Ordnung so. Aber ich bin kein Vogel. Und so zuckeln wir mit Asamis hypervorsichtigem Tempo dahin. Als wir zu Hause ankommen, ist es fast Zeit zum Schlafen gehen. Yay. Yay. Wie sieht's hier so aus? Honey Bunny Boobie, Honey Bunny Boobie Schnuppi. Ihm geht's gut, er macht Haya-Bubu. Es ist immer noch lange hin, bis das Trimester anfängt und ich habe immer noch viele Hausaufgaben. Vielleicht sollte ich mir eine Teilzeitjob besorgen, jetzt wo ich Zeit habe. Ich werde. Sure, gehen wir arbeiten. Ich glaube, an der Haltestelle stand auf einem Zettel, dass über den Sommer Schüler als Aushilfe gesucht werden. Es war ein Café, oder? Es ist nett hier drin. Oh mein Gott, es ist nur das hier. Es ist nur das hier. Es ist nur dieser kleine Raum mit dem Bäumchen hier. Oh mein Gott, bitte sag mir, es ist nur dieser kleine Raum mit dem Baum. Oh no. Oh yeah. Oh, you cute. Oh no, you cute. Entschuldigen Sie, junge Dame, aber wir haben noch nicht geöffnet. Wenn Sie noch einmal gegen mit... Oh, tut mir leid. Ich wollte mich nach dem Job erkundigen.
Der Inhaber des Cafés ist ein äußerst eleganter Sittisch. Zweifellos ein wahrer Vogelkavalier. Vogelkavalier. Das müssen die Leute meinen, wenn sie von Attraktivität im reifen Alter reden. Wie alt bist du? Er wird mir das 30 oder sowas in der Richtung und er ist der Reife. Alle Schüler in St. Pigeonation sind jung und aufgebracht. Die würdevollen Vögel, dort sind die Lehrer. Oh, so ist das. Verzeihen Sie mir. Ich heiße Urushihara Kensaburo. Ich bin der Inhaber des Cafés. Torimi. Ich bin Anni Marulin. Herzlich willkommen. Ich hatte nicht mit einem Menschen gerechnet. Bekomme ich ein Vorstellungsgespräch? Wenn eine so reizende junge Dame hier arbeiten möchte, sehe ich keine Notwendigkeit, diesen Wunsch in Frage zu stellen. Cool. Okay. Und ich glaube, Ihnen wird es wesentlich leichter fallen, als mir die Kaffee- und Teekisten herumzutragen. Das stimmt. Das werde ich gerne tun. Schließlich bin ich ein sehr vitales Mädchen. Dann verlasse ich mich auch für diesen Sommer auf Sie, Fräulein Marulin. Es mag ein bisschen plötzlich kommen, aber können Sie morgen anfangen? Ja. Das freut mich. Ich werde hier in meiner Foliere auf Sie warten. Also dann bis morgen. Bye. Heute ist mein erster Arbeitstag im Café von Herr Urushihara. Ich glaube, ich werde früh hingehen, um einen guten Eindruck zu machen. Guten Morgen! Morgen! Fangen wir an, indem ich Ihnen zeige, wo alles ist. Sie werden sich das bestimmt bald merken und wenn Sie etwas nicht finden können, fragen Sie mich bitte. Er führt mich im Café herum und erklärt mir alles. Der Laden ist klein und Herr Urushihara sorgt sehr für Ordnung. Ich sollte mir alles merken können. Also gut, was meinen Sie? Es ist sehr nett. Ich möchte fast hier einziehen. Ja, ich wohne nämlich in der Höhle. Was? Aber ich bitte Sie, das wäre doch viel zu schlicht für eine junge Dame wie Sie. Naja, verglichen mit meiner gegenwärtigen Unterkunft. Entschuldigung. Ryota? Ich habe den Zettel an der Haltestelle gesehen und... Ryota? Marulin? Was machst du denn hier? Ein Freund von Ihnen? Oh, ja, das ist Ryota. Du bist auch wegen des Jobs hier, Ryota? Ja, ich habe gesehen, dass die Arbeitszeit mittags beginnt und dann könnte ich nach meinem anderen Job herkommen. Aber wenn du die Stelle schon hast, hat sich das erledigt. Herr Urushihara, können Sie zwei Leute gebrauchen? Leider ist meine Foliere zu klein. So viel gibt es nicht zu tun. Wir stehen hier zu zweit. Ich sollte den Job selbst machen, Ryota den Job überlassen. Wir wohnen in der Höhle. Mit dem Job könnten wir uns vielleicht was Besseres leisten als eine Höhle. Auf der anderen Seite, Ryota muss schon seine Mama kümmern und er hat schon einen Abendjob und er will den Mittagjob noch haben, um noch mehr Geld zu haben für seine Mami. Nimm ihn. Herr Urushihara, meinen Sie, Sie können statt mir Ryota nehmen? Marulin! Ich wusste nicht, warum nicht, aber... Ich brauche den Job nicht unbedingt, aber Ryota schon. Keine Sorge, er arbeitet hart. Bist du sicher? Das ist nicht wirklich fair dir gegenüber. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen dabei, gleich am ersten Tag aufzuhören, aber Ryota übernimmt jeden Sommer mehrere Jobs, um seine Mutter zu unterstützen. Herr Urushihara ist ein wahrer Vogelkavalier. Ich hätte schon wieder fast Kaviar gesagt. Ryota verdient es, nett behandelt zu werden. So ist es am besten. Ich weiß, dass du gute Arbeit leisten wirst, Ryota. Ich danke.
Nun gut. Unsere Begegnung war so flüchtig wie ein Kometenschweif am Horizont. Dennoch bin ich froh, Sie kennengelernt zu haben. Bitte kommen Sie doch mal vorbei. Ich bin immer hier, Fräulein. Das werde ich. Vielen Dank. Peace out. Heute ist hier im Ort das Sommerfest. Ich glaube, da werde ich mit jemandem hingehen. Oh, wir können jemanden einladen. Tragen wir Newcutta. Mal sehen, wen lade ich denn ein? Das ist der Lehrer, oder? Oh Gott. Warum kann ich mir die Namen nicht merken? Kazuaki. Ja, das ist der Lehrer. Okay. Let's go. Guten Abend, Anni. So herrliches Wetter. Wollen Sie irgendetwas Bestimmtes? Herr Professor, heute ist doch das Sommerfest. Wollen wir da zusammen hingehen? Wir beide? Das können wir gern tun, aber würde es Ihnen nicht mehr Spaß machen mit jemandem im Ihren Alter? Oh, Honey, deswegen bist du hier. Genau deswegen bist du hier. Der Doktor stand nicht zur Wahl. Und ansonsten gibt's nur Kinder. Ja. Ja. Ja, ich bin alt. Ich glaube, es wird eine Menge Spaß machen mit Ihnen. Gehen wir. Das ist das erste Mal, dass ich hier auf so ein Fest gehe. Sehr belebt und quirlig. Ich freue mich ein wenig schwindelig. Ich fühle mich ein wenig schwindelig. Alles in Ordnung mit Ihnen, Herr Professor? Ja, mir geht's gut, keine Sorge. Ich bin nur große Vogelschar an dich gewohnt. Keine Sorge. Ich kann drüber gucken. Alles gut. Oh, Feuerwerk. Ah, Feuerwerk, wie hübsch. Haben Sie mal was von Redox-Reaktionen und ihre Farben gehört, Anni? Oh ja, damals im Chemieunterricht an der Mittelschule. Kupfer färbt die Flammen grün, Natrium rot, all sowas. Nein. Mit Natrium wird sie doch gelb, oder? Oh, na klar, wie dumm von mir. So funktioniert Feuerwerk jedenfalls. Wunderschön. Obwohl, ihre Augen sind noch schöner, Professor. Er ist eingeschlafen. Er hat sich ja ganz gut gehalten, aber ich schätze, sobald die Sonne untergegangen ist, wird er noch müder als sonst. Und außerdem glaube ich, dass das Mädchen gesagt bekommen sollte, dass sie hübscher ist als die Nacht und nicht der Mann. Ups. Was? Ist doch scheißegal, du kannst ihm auch sagen, dass er hübsche Augen hat. Bescheuert. Ich wusste, ich hätte aufstehen sollen, als ich vorhin aufgewacht bin. Jetzt habe ich verschlafen und heute fängt die Schule an, oder? Ich komme zu spät. Oh, hallo, Anni. Inanaki, es tut mir leid, ich habe verschlafen. Verschlafen? Ah, meine Hausaufgaben. Ich habe vergessen, meine Hausaufgaben mitzubringen. Sind Sie der Zeit nicht ein bisschen voraus, Anni? Hm? Was sagt Ihnen die Zahl in der linken oberen Ecke? 0830. Könnt ihr nicht sehen, aber hier steht 0830. Oh. Sie sind ein bisschen früh dran. Aber da Sie schon hier sind, können Sie mir ein wenig behilflich sein, Anni. Ihnen behilflich sein? Ich wollte gerade anfangen, die Prüfungsarbeiten der neuen Schüler zu korrigieren. Dabei können Sie mir helfen, wenn Sie nichts anderes vorhaben. Ihnen stehen im September natürlich Selbstprüfungen bevor, falls Sie also in der Bibliothek lernen möchten. Ich möchte... Enanaki. Sie tun es? Vielen Dank. Ich gehe uns einen Tee machen.
Und so verbringe ich den Morgen damit, im klimatisierten Lehrerzimmer Arbeit zu korrigieren. Fast wie eine junge Referendarin. Dieser Tee ist sehr gut. Es ist Mango drin. Mach den Tee, mach den süßen Tee. Ich mag den süßen Tee. Ja. guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß in den Sommerferien. Oko-san hatte immer viel Spaß. Ja, ja. Was genau ist das eigentlich? Spaß. Wenn der Sommer erst einmal vorbei ist, vergeht die Zeit immer schneller. Versuchen Sie sich zu konzentrieren. Konzentrieren Sie sich, Professor. Zweites Trimester. Die grandiose Akademie der Tauben. Von Tauben. Für Tauben. Oh mein Gott. Ha? Ist das da ein Schülerausweis? Wem gehört der denn? Jemanden aus Klasse 2-2. Den Namen kenne ich nicht. Sollte ich mal in deren Klasse gehen? Aber vielleicht sind sie auch schon alle nach Hause gegangen. Naja, irgendein Lehrer tut's auch, stimmt's? Hey, Herr Nanaki! Herr Nanaki! Oh, hi Annie. Haben Sie vergessen, Ihre Hausaufgaben abzugeben? Ich habe einen Schülerausweis gefunden, Herr Nanaki. Gerd wohl jemanden aus der 2-2. Ich dachte, ich sollte ihn herbringen. Oh, danke Annie, ich kümmere mich darum. Komisch. Was gibt es? Nichts, nur Sie haben den heute gefunden, richtig, Annie? Ja, direkt da draußen im Flur. Dieser Schüler ist seit Mitte Juni abwesend. Sehr merkwürdig. Oh. Lag der Ausweis den ganzen Sommer über hier rum und kein Schnabel hat ihn bemerkt? Dafür ist er aber sehr sauber. Müsste er da nicht wenigstens staubig sein? Egal, ich kümmere mich darum. Vielen Dank, Anni. Wurde er getötet? Ist er das Opfer? Ist das Opfer aus der 2-2? Ist das Opfer aus der 2-2? Wer ist der Mörder? Oh nein, ich habe meine Blockflöte vergessen. Ich glaube nicht, dass wir noch Überzählige haben. Wenigstens habe ich meinen Hishiriki dabei. So eine Art Blockflöte. Hirishiki ist ein japanisches Blasinstrument mit doppeltem Rohrblatt, das von allen für die elegante, höfische Kagaku-Musik eingesetzt wird. Hat was von der Blockflöte. Kannst du die etwas spielen? Ja, anscheinend schon. Anscheinend ja. Guten Morgen. Was zum Kuckuck geht hier vor? Eine Wolke tanzender Feder erfüllt das Klassenzimmer. Hat jemand ein Daunenkissen aufgeschlitzt oder so? Ryota war... Vielleicht haben sie gestern nicht richtig sauber gemacht? Die Zeit der Mauser hat begonnen und, naja, eine kleine Brise genügt, dann sieht es so aus. Es sei denn, wir halten alles schön sauber. Wenn ich genau hinsehe, Ryotas Kopffedern scheinen auch ein bisschen lose zu sein. Jetzt bekommen alle wohl ein neues Gefieder. Sammeln wir es ein? Nehmen wir es mit in unsere Höhle? Wir können daraus ein Daunenbett machen? Wird super. Guten Morgen zusammen! Hinanaki, können wir vor der ersten Stunde ein bisschen sauber machen? Morgens sauber machen? Das Ganze lenkt ziemlich ab. Wer hätte gestern sauber machen sollen? Oko-san! Elende Kuckucksbrut.
kannst du nicht die Aufgabe erledigen, die dir übertragen wird. Komm schon, ein Streit bringt gar nichts. Wenn wir alle anpacken, geht es sehr schnell. Und so kehren wir das Klassenzimmer vor der ersten Stunde. Das sind ganz schön viele Federn. Nicht genug für einen Futon, aber ich wette, wir könnten ein nettes Kissen draus machen. Es ist auf jeden Fall mehr als sonst. Sind sie vielleicht durchs Fenster hereingeweht worden? Hm? Henanaki, haben sie sich versehentlich im Chlor? Versehentlich mit Chlor bespritzt? Chlor? Wir benutzen keine Reinigungsmittel auf Chlorbasis. Aber, sie riechen wirklich danach. Oh, das dürfte dann die Bleiche sein. Bleiche? Sie gehören doch nicht etwa zu diesen Dekadenten, die mit Bleichpulver baden? Nein, nein, ich bin gestern Abend eingenickt und in der Waschmaschine hängen geblieben. Das ist alles. What? Warum sind denn das so gechillt? Das ist gefährlich. Bitte passen Sie besser auf. Ja, ich schätze, es war unvermeidlich, dass er einnickt, nachdem er uns geholfen hat, das Zimmer zu säubern. Heute ist das Schulfest. Unsere Klasse will ein Dienstmädchen-Café dazu beitragen. Ich bin erst für morgen eingestellt, also habe ich heute frei. Ich habe sonst nichts vor, also gehe ich mir das mal ansehen. So viel, was man machen kann. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Oh, Anni! Hey, Herr Nanaki, was gibt es? Sie sind für morgen eingeteilt, oder? Stimmt. Können Sie vielleicht am Empfang aushelfen? Wir haben da erheblich mehr Andrang als erwartet. Aber klar, ich werde Informationen und Hinweise austeilen, wie einer der sagenhaften Oni, die Eisenkeule in der Hand und auf einem Schädelhaufen thront. Vielen Dank, ich hole Ihnen einen Stuhl. Okay. Ach, die Massen scheinen sich etwas zu verlaufen. Das war ermüdend. Alles in Ordnung mit Ihnen? Mir geht's gut, nur etwas müde. Zumindest hat er sich bis jetzt gut gehalten. Es ist fast Zeit aufzuräumen und alles für den Unterricht morgen vorzubereiten. Und so verbringe ich die letzten Stunden des Fests damit, ganz nervös mit schlafendem Herrn Ninaki dabei zuzusehen, wie er immer tiefer in seinen Stuhl sinkt. Hayabubu, Zeit für Herrn Nanaki. Ich habe meine Blockflöte statt meiner Mathehausaufgaben abgegeben. Wie passiert denn sowas? Was jetzt? Ist Herr Nanaki noch im Lehrerzimmer? Entschuldige. Hä? Herr Nanaki und Professor und Dr. Ibamine. Ich habe nicht erwartet, die beiden zusammenzusehen. Und sie finden nichts an diesen Zahlen merkwürdig. Nein, gar nicht. Es ist eine statistische Abweichung von den Schülerdaten der vergangenen Jahre erkennbar. Ich hatte gehofft, von Ihnen eine Klärung zu bekommen, aber anscheinend habe ich Sie überschätzt. Wirklich? Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte. Ich ergreife Partei für... Wir sind anscheinend auf den Lehrertrip, also... Let's go. Das ist nicht besonders nett, Doktor. Was wollen Sie? Hallo, Anni, was gibt es? Ich habe Ihnen vorhin aus Versehen meine Blockflöte statt meiner Hausaufgaben gegeben, wie auch immer das passiert ist. Das haben Sie. Hier, bitte. Und hier ist meine Arbeitsmappe. Danke, sorry. Wie der Lehrer, so die Schüler. Ah, heute war ein guter Tag. Das wahre, echte Leben. Ich glaube, ich gehe heim und gönne mir noch etwas Entspannung, bevor ich schlafen gehe. Maulin! Hi, Ryota.
Du weißt doch, wo Herr Nanaki wohnt, oder? Nein? Sollte ich das wissen? Ja, aber... Ja? Warum fragst du das? Er hat sein Handy im Lehrerzimmer liegen lassen. Er ist schon weg, aber du weißt ja, wie langsam er geht. Wenn du dich beeilst, könntest du ihn einholen, bevor er zu Hause ist. Ich könnte es ihm bringen, aber ich muss noch was für meine Mutter erledigen, bevor ich heimgehe. Könntest du? Klar, ich habe eh gerade nichts vor. Vielen Dank. Professor Nanakis Handy. Wenn ich so darüber nachdenke, weiß ich eigentlich gar nichts über sein Privatleben. Ob er da auch immer so distanziert ist wie in der Schule? Wahrscheinlich verbringt er 97% seiner Freizeit mit Schlafen. Hm? Ein Stück Papier fällt aus der Handyhülle. Was ist das denn? Ein Foto. Ein Foto von einem Vogel. Aber ich kann das Gesicht nicht erkennen. Irgendwer hat es ganz zugekritzelt. Ob das Herr Nanaki getan hat? Das sieht ihm so gar nicht ähnlich. Ich werde das Bild zurück in die Hülle stecken. Vielleicht sollte ich so tun, als hätte ich es nicht gesehen? Weird. Hey ho, willkommen zum Stream. Professor! Oh, hallo, Annie. Wohin des Weges? Sie sehen aus, als hätten Sie es sehr eilig. Sie haben Ihr Handy in der Schule vergessen. Tatsächlich. Danke, dass Sie es mir gebracht haben, Annie. Das war wirklich nett von Ihnen. Gern geschehen, Herr Professor, kein Problem. Ja, gibt es noch etwas? Was soll ich tun? Was ist das für ein Foto? Es tut mir leid, ich wollte da drin nicht rumschnüffeln oder sowas, aber etwas ist rausgefallen. Rausgefallen? Ja, das Bild. Ach, ja, das. Machen Sie sich keine Gedanken deswegen. Es ist ja schließlich nichts, worüber Sie sich Gedanken machen müssten, richtig? Aber ich bin neugierig. Es war fast völlig zugekritzelt. Ja. Weil ich es zugekritzelt habe. Er hat es getan? Hätte mir das jemand anderes erzählt, würde ich es nie glauben. Aber da er es selbst sagt... Nun, wir sehen uns dann morgen. Und so geht er fort mit einem fröhlichen Abschiedsgruß, als hätten wir nur übers Wetter geplaudert. Er hat wohl eine Seite, die ich noch nie an ihm gesehen habe. Interesting. Wie geht's unserem Kleinen? Geht's ihm gut? Er macht immer noch Hayabubu. Good job. Das Spiel hier oben in der Ecke ist The Longing. Das Spiel hier, was wir hier sehen, ist Hatofu Boyfriend. Ein Dating Simulator mit Tauben. Yep. Ah, in dieser Jahreszeit zerbricht die Kälte draußen langsam meine Seele. Nun, ich bin fertig mit Saubermachen, also ist es wohl Zeit, nach Hause zu gehen. Wo ist mein Telefon? Ich erinnere mich, dass ich in der Pause noch auf Daily Portal Z reingeschaut habe, also kann ich es nicht zu Hause vergessen haben. Wir waren heute auch im Chemiesaal, oder? Vielleicht habe ich es da liegen lassen. Die Tür ist offen. Gut. Da ist es ja. Liegt mitten auf dem Pult, an dem ich gearbeitet habe. Tut mir leid, warst du einsam? Komm, lass uns nach Hause gehen. Ah! Ich stolpere fast über. Dr. Iwamine? Sie schon wieder. Haben Sie keinen anderen Lebenszweck, als mich zu nerven? Also ich... Was hat er überhaupt hier zu suchen? Er kommt aus dem Chemievorbereitungsraum, oder? Alleine, nach Schulschluss, im Chemiesaal. Was haben Sie hier gemacht? Ich hatte hier etwas vergessen. Haben Sie irgendwas gesehen? Ist er der Mörder? Bitte?
Ich habe sie gefragt, ob sie was gesehen haben. Was meinen Sie? Wovon redet er da? Wäre es denn so schlimm, wenn ich etwas gesehen hätte? Nun gut. Dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten, Fräulein Annie? Natürlich. Worum geht's? Können Sie mir die Unterlagen aus dem Vorbereitungsraum bringen? Die schwarzen Orden auf dem Tisch. Ist das hier direkt nebenan? Ist das hier direkt nebenan, den nicht der Vorbereitungsraum? Ist das hier direkt nebenan, denn nicht der Vorbereitungsraum? Wie auch immer. Sie sind etwas schwer für mich, aber Sie sollten damit keine Probleme haben. Wären Sie so lieb? Natürlich, natürlich, sicher, Dicker, natürlich, natürlich, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich mit einem Nein durchgekommen wäre. Also tue ich lieber, was er sagt.